Wir haben uns schon in unsere Arbeitsklamotten geworfen, denn diese Woche geht's mit dem Ausbau los. Also, herzlich willkommen auf der Baustelle. Wir machen diesmal aber das alles ganz easy. Hihi, wir bauen die Bank. Jetzt bauen wir eine Bank. Also, wir haben jetzt gerade unsere Sitzbank zusammengezimmert. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ist doch schön, wenn mal was klappt. Es wird schon noch genug schief gehen. Bevor es aber heute richtig mit Wackeln losgeht, müssen wir noch zwei Dinge erledigen. Aufgabe Nummer 1, unser ganzes Werkzeug wiederholen. Okay, das hätten wir. Weiter geht's. Und natürlich ist Aufgabe Nummer 2 der Baumarkteinkauf. Das wird teuer. So, das Auto ist voll und unsere Portemonnaie sind leer. Das war so teuer. Aber das war ja zu erwarten. Das Holz ist auch auf jeden Fall teurer geworden seit dem letzten Ausbau. Und jetzt haben wir erstmal soweit alles, was wir brauchen, um jetzt loszulegen. Yay! Ich finde Baumarkt immer richtig anstrengend. So kopfmäßig, weil man muss sich immer genau überlegen, was man vorhat. Und dann muss man an alles denken und irgendwie ist es gar nicht so einfach. Ich glaube, wir waren jetzt so 2 Stunden ja. Hier mindestens. Ja, okay. Wollen wir auch nichts vergessen. Morgen ist Feiertag, dann können wir nicht einkaufen. Das stimmt. Jetzt die große Frage, Essen machen oder Gassi? Was, ich muss mir jetzt aussuchen? Essen oder Gassi? Gassi. Okay. Okay, ciao. Ciao. Danke, guten. Wenn ihr nicht aus dem Raum Frankfurt kommt, dann kennt ihr wahrscheinlich keine grüne Soße. Das ist hier ein Regionalgericht und das ist richtig geil. Und mein Papa hat das erfolgreich veganisiert. Sau lecker. So, dann geht's jetzt mal los. Der Plan ist, dass wir als erstes mal hier unter dem Boden isolieren. Dazu müssen wir erstmal aufräumen und das alles vorbereiten. Let's go! Soll ich mal erklären, was wir jetzt machen? Also, herzlich willkommen auf der Baustelle. Wir haben das Glück, dass der Vorbesitzer den Wagen eigentlich schon ganz gut gedämmt hat mit Armaflex, weil er ihn eigentlich auch zum Camper ausbauen wollte, es dann aber abgebrochen hat. Deswegen müssen wir uns nur noch um den Boden kümmern. Wir machen diesmal aber das alles ganz easy. Wir werfen hier ein paar XPS-Platten rein und hauen dann die Bodenplatte wieder drauf, die vorher schon drin war. Und dann haben wir das auch erledigt und das machen wir jetzt schnell mal. Das ist eine gute erste Aufgabe zum Reinkommen. Und diesmal machen wir es wirklich einfach, nicht so ein Puzzlespiel wie bei unserem letzten Mal. Wir haben nämlich so einiges gelernt bei unserem allerersten Ausbau, würde ich sagen. As I let the words just slip right through my hands. Und? Fertig! Geil, das ging schnell. Hat jetzt ungefähr 1 Stunde gedauert. Ja, cool. Reicht auch. Kommt der Boden wieder rein. Schaut mal, PVC, nee, XPS-Platten. PVC kommt jetzt. Genau. Okay, nice. Okay. I like it when it goes smoothly like this. It's perfect. So macht Spaß. Warte.
Okay, die Bodenplatte ist drin und jetzt kann es auch schon weitergehen mit dem Boden. Letztes Mal haben wir Klickvinyl verlegt, das war super aufwendig. Dieses Mal machen wir es uns ein bisschen einfacher. Wir haben uns einen PVC-Boden geholt und der wird jetzt einfach nur draufgeklebt. I love it! Okay, fertig, feiern. Van ist fertig. Tschüss. Bus, meine ich, Entschuldigung. Das war wirklich fertig. Sehr, sehr einfach. Also irgendwie ist es ja schon fast lächerlich. Voll gut. Ja. Hätten wir letztes Mal auch so machen sollen. Aber ja, ist doch schön, wenn mal was klappt. Es wird schon noch genug schief gehen. Das sieht gut aus, schaut mal. Heute geht's richtig los mit den Holzarbeiten. Endlich. Am Feiertag. Also, was ist heute? Das darfst du nicht. Okay, warum denn nicht? Der Plan für heute ist, die Sitzbank zu bauen. Wir machen ja ein Sitzbank-Bett-Klappmechanismus. Und wir haben dafür auch alles da, was wir brauchen. Und meine Hoffnung ist es, dass wir die heute fertig kriegen und dass wir die heute Abend direkt ausprobieren können. Mal sehen, gestern hat es so gut angefangen, vielleicht sind wir ja richtig flink und das geht jetzt auch voll schnell. Wer weiß, let's do it, wir haben ein Ziel, schaffen wir. Whee! So, heute ist ja wie gesagt Feiertag und wir wollen uns jetzt nicht direkt das mit den Nachbarn verscherzen. Andererseits müssen wir auch irgendwie unsere Arbeit voranbringen, sonst wird es nämlich nichts. Deswegen werden wir heute trotzdem ein bisschen Krach machen. Wir versuchen es aber auf ein Minimum zu beschränken und haben uns jetzt hier eine Sägestation in der Garage aufgebaut. Und dann hoffen wir einfach mal, dass sich hier niemand beschwert. Okay, Luna, du bist die offizielle Feiertagschefin. Das dürfen wir machen. Ja, aber nicht diese... Nicht die große Säge? Ja, nee, okay. Nee. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Bleischleifen. Metall. So, Soundproof, Garagen-Sägestudio. Soll ich es ganz zu machen? Nee, nicht ganz. Okay. Stopp. Weiter, komm rein, dann mach's ganz zu. Okay. Ja, also wir müssen doch nochmal die große Säge rausholen. Deswegen verbarrikadieren wir uns jetzt in der Garage. Wie soll ich denn hier reinkommen? Damit sich niemand Achtung, beschwert. Achtung. Ja, hier ist halt scheiße eng. Was soll ich machen? Achtung. Okay. Okay, dann mach ich jetzt richtig zu, okay? Jetzt geht's wieder hoch. Pass auf, nein. Okay. Tschüss, Außenwelt. Haben wir doch einen Weg gefunden. Dann können wir ab jetzt auch sonntags arbeiten. Das, was wir hier gerade auseinandersägen und zurecht schnibbeln, wird die Motorerhöhung. Der T3 hat den Motor hinten. Okay, wird laut geschliffen. Und wir wollen den Platz nutzen. Da hinten, man kann halt keine Garage machen in dem Sinne, wie wir die im Sprinter hatten, sondern da ist halt der Motor drunter. Aber wir erhöhen das Ganze um ca. 16 cm, damit wir da noch eine Kiste drunter machen können, unter das Bett quasi. Und dafür bauen wir gerade den Rahmen. Und wenn der Rahmen steht, dann können wir die Sitzbank bauen. Und das ist der Plan. So, 10 minutes later. Mal schauen, ob es jetzt passt. Wow.
haben alles lackiert. Sieht toll aus. Mhm. Jetzt erstmal Mittag. Mhm. Cheers. Okay, dann kann es jetzt mal weitergehen. Wir haben ja, wie gesagt, alles schon gestrichen und jetzt müssen wir anfangen, hier hinten diese Motorraumerhöhung zu bauen. Und danach geht es dann weiter mit der Sitzbank. Endlich. Bei mir hat das jetzt alles sich doch ein bisschen hingezogen. Es ist ziemlich schwierig reinzukommen, mit diesen ganzen Holzarbeiten vor allem. So, wie muss man die Schiene anlegen, wie viel Abstand muss man lassen und so. Da waren wir auch mal richtige Pros drin und jetzt müssen wir uns wieder einfinden. Kommt aber wieder. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, let's do this! Soll das Brett hier vorne gegen diese Rampe gehen? Ja. Okay. Jetzt so, muss das nächste machen. Next. Wir haben jetzt hier ein bisschen getüftelt gerade, also so 3 Stunden. Und zwar ist das hier unsere Vorrichtung für unsere Schlafbank. Die wird von der Sitzbank zur Matratze. Wenn wir die hier so nach vorne klappen. Da haben wir extra so tolle Scharniere gekauft. Das kann man gut demonstrieren. Das klappt dann so nach vorne. Und dann klappt man hier das runter. Und jetzt ergibt das hier alles eine Bank. Und es war gar nicht so einfach, weil die nämlich hier so an diesem Brett befestigt werden. Und ich musste erst mal rausfinden, wie dieses Brett hier sein muss. Hast du gut gemacht. Jetzt haben wir es geschafft. Super. Jetzt müssen wir es noch einbauen. Sehr gut. Wir genießen unseren Feierabend jetzt im Feld. Wir haben uns eine Picknickdecke eingepackt und ein kaltes Bierchen. Und uns ist aufgefallen, dass wir jetzt, seitdem wir im Haus wohnen und vor allem jetzt, wo der Ausbau wieder losgeht, das mit Lotta etwas schwieriger ist als im Van, weil sie im Van immer direkt bei uns war und jetzt im Haus. Und wo wir den ganzen Tag halt unterwegs sind, ist das nicht mehr ganz so einfach. Deswegen nehmen wir sie jetzt immer mit, sobald es geht. Damit wir halt immer noch Zeit mit ihr verbringen können und verbinden jetzt einfach so Sachen. Aber Picknick im Feld ist ja sowieso perfekt für Lotta und für uns. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist Gotbag. Wir haben seit ein paar Wochen diesen Rolltop mit dabei. Und das ist der weltweit erste Rucksack, der aus Meeresplastik hergestellt wird. Gotbag setzt sich dafür ein, dass unsere Weltmeere weniger mit Plastik verschmutzt werden und dass mit natürlichen Ressourcen bewusster umgegangen wird. Und dafür sind sie vor den Küsten von Indonesien unterwegs und fischen da das Plastik aus dem Meer und sorgen auch dafür, dass in den umliegenden Gewässern das Plastik gar nicht erst ins Meer gelangen kann. Und wir finden, dass es eine ziemlich unterstützenswerte Aktion ist und freuen uns umso mehr darüber, dass die Produkte dazu noch ziemlich cool und schick sind. Dieser Rucksack ist wasserabweisend. Er hat Platz für einen 15-Zoll Laptop und sonst auch noch ganz viel anderes Zeug. Ist praktisch für Städtetage, aber auch für Wanderungen. Und wir mögen den total gerne und haben einen Code für euch. Wenn ihr auch so einen Rucksack haben wollt, dann schaut doch mal bei Gotbag vorbei. Mit dem Code FilmPeople10 spart ihr 10% auf eure Bestellung. Viel Spaß beim Shoppen. Cheers. Cheers. Erster Ausbautag geschafft. Ne, zweiter. Zweiter Ausbautag. Ja, es läuft gut bis jetzt, so kann es weitergehen. Hm. Haben wir uns verdient. Lecker. Hm. Schau mal, ich habe schon wieder überall Farbe unter den Nägeln und Motoröl. Hm. Da sieht man, dass wir richtig was geschafft haben. Moin von der Baustelle, Tag 3 ist heute und heute wird ernst. Heute wollen wir die Projekte von dieser Woche abschließen. Und das ist die Sitzbank und die Motorerhöhung. Und ich glaube, sieht ganz gut aus, können wir schaffen. Deswegen voll mit Elan, voll ausgeschlafen, voll mit Kraft, machen wir das jetzt. Woo! So, wir sind bald fertig. Wir haben jetzt hier die Ränder schon mal fixiert und das Ganze hier wird eine Klappe, dass wir hier noch an den Motor rankommen.
Und hier müssen wir jetzt einfach nochmal einen halben Zentimeter abschneiden, dass hier ein bisschen Luft ist. Dann wird das Ganze gelöchert und lackiert. Und dann haben wir das hier. Zum Glück können wir den Bus jetzt hier bis an die Garage ranschieben. Wenn hier die Heckklappe aufmacht, haben wir ein schönes Vordach noch. Das ist echt deutlich entspannter als das letzte Mal. Jetzt können wir auch ohne Pavillon arbeiten. Es hat so hart mal angefangen zu regnen. Und dann bin ich mit Latte gerannt. Und ich bin trotzdem nass geworden, aber ich kann nicht mehr. Oh Mann. Schau mal, wie der Hund aussieht. Ich bin ja auch ganz nass und eklig. Schau mal. Dann stinkst du gleich wieder. Ich habe jetzt mal schnell ein ganz besonders aufwendiges Mittagessen gezaubert, nämlich Aufbackpizza. Essen ist fertig. Ja, ja. Wir bauen die Bank. Jetzt bauen wir eine Bank. Wir haben jetzt gerade unsere Sitzbank zusammengezimmert. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Und jetzt drücken wir es hier so zurück. Ja, cool. Die Bleche, die Bretter, Hölzer, die löchern wir dann noch, damit es leichter wird und auch besser durchlüftet ist. Aber jetzt erstmal müssen wir gucken, dass das alles passt. Liebe Leute, wir präsentieren unser Ergebnis des Tages. Wir sind ziemlich weit gekommen, schaut es euch mal an. Das ist unsere Sitzbank und unser Bett. Wir haben heute Sitzbank und Bett in einem gebaut. Geil. Haben wir vorhin quasi Kein schon Wunder, gesehen. Dass alles so schnell geht. Ja, jetzt zeig mal. Also, hier drunter ist noch nicht ganz fertig. Hier kommt noch ein Ausschnitt. Hier ist nämlich Lottas Höhle. Und das ist jetzt noch nicht fest. Wenn wir jetzt schlafen wollen. Warte, wie geht das jetzt nochmal? Musst du das hinten zurückkippen. Ja. So, ziehen wir das Ganze hier nach vorne. Und das Brett vorne klippt runter. Und das Brett hier vorne. Ups. Das bleibt dann natürlich so. Und dann stützt sich das hier auf. Und dann. Hinten muss ich es nochmal runterdrücken. Das zweite Brett hinten, die Lehne liegt nicht richtig auf. Ja. So. Und dann kriege ich mir hier so drauf. Nice! Ja, voll gut. Ich kann mir richtig gut vorstellen, hier die. Morgens so zu chillen. Ja, hier so einen schönen Ausblick zu haben. Aufs Meer. Und hier unter uns, das ist quasi unser Stauraum. Also der Motor sitzt ja hier hinten. Wir haben jetzt hier so eine Klappe. Da passt jede Menge Zeug rein. Da kommen wir hier, kommen wir zur Seite. Okay, können wir nicht zu sehr auf die Seiten stützen. Also das können wir hier so aufklappen. Und da können wir dann Zeug rein. Genau. Ja. Was sagt ihr? Ich bin auf jeden Fall happy, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Es war gar nicht so einfach rauszufinden, wie diese Scharniere funktionieren. Ja, aber wir haben es geschafft. Ja, nice. Okay. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung. Eben. Mittlerweile. So, ich würde sagen, es reicht für diese Woche. Es ist Freitagabend. Wir sehen euch nächste Woche wieder. Ciao. Und wenn euch dieser Content gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da und gebt uns einen Daumen hoch auf das Video. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und ja, join the team. Es wird spannend. Es geht weiter. Macht's gut. Bis nächste Woche. Können wir drinnen heute schon schlafen? Na dann.
poetry in motion. I've never seen nothing like you.